Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ark Fjordur. Wir sind hier unter Wasser und zwar in einer Cave drin. Ich denke mal, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, soll das hier das Labyrinth sein. Ich zeige mal eben die genauen Koordinaten, natürlich auch auf Karte. Also auf Karte sind wir hier unten, ja, optisch außerhalb der Karte, links unten. Und die genauen Karten, die genauen Koordinaten sind 72, 1 zu 3, 8. So. Dann geht das hier hoch. Ich hoffe mal, dass hier alles safe ist. Eben war es noch. Also ich habe mich auch hier hingeportet. So, hier sind wir in der besagten Höhle drin. Und hier soll auch das Labyrinth sein. Oh, du musst aber weg. Du hast mich jetzt erschrocken. Zack. Jetzt habe ich hier noch Grütz mit. Das kann alles weg. Zack, 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 zack und zack. So, hopp, ich habe jetzt nichts Wichtiges weggeschmissen. So, wir haben auch Verstärkung mit. Wir haben das Leuchtdingen, ein Leuchtdingling mit. Schalten wir mal ein. So. Also hier bräuchte man Grappling Hook oder wie wir anhaben, Tech-Rüstung. So, wollen wir mal hier hoch. Also ich war hier auch noch nicht drin, also ich kenne den Weg auch nicht. Aber einen anderen Weg außer hier hoch gibt es nicht. Also ich habe keinen gesehen. Geht's da weiter? Ne, hier geht's weiter. Okay. Ah ja. Denn da hoch. Also ohne Grappling Hook oder so geht das hier nicht. So. Okay. Ich meine, hier war ich schon mal drin, aber damals war kein Labyrinth hier drin. Das Labyrinth bin ich ja gespannt. Okay. Also hier sind auch Fledermäuse drin. Schön. An die habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Sind hier noch mehr an der Decke? Ich da. Ja, klar. Na klasse, Leute. Na klasse. Okay. Pflücken wir eben ab, die Dingers. Oh, er sagt schon wieder ein Hiding in der Nähe. Unten rechts seht ihr diese Maske mit den leuchtenden Augen. Das ist das Leuchttier. Was dann sagt, irgendwas Hochlebiges ist in der Nähe. Wollte eigentlich hier mal rumkuckern. Was haben wir denn da hinten noch? Nachladen auch noch. Sonst noch was ohne Fahrschein? So. Wollten wir eigentlich mal die Höhle hier angucken. Und Höhlenloot checken.
damit. Damit. Gut. Gehen wir mal hier weiter. Sieht schon cool aus, ne? Stirbt. So. Haben sie ja schon cool gemacht. Du warst tot. Da hinten ist ein Kaki. Alles gut. Dich mag keiner. Geh weg. Du wirst nur gedisst von uns. Oh. Ja, bei solchen Dingern hier waren immer die Skins versteckt von Fjord. Ich weiß nicht, ob es da keine mehr gibt. Wir haben bei den letzten auch schon keine mehr gefunden. Hm. Hab ich hier nicht gerade eine... Da höre ich doch eine Fledermaus. Wo bist du, Mistvieh? Ein silberner Stein? Egal. Wir holen uns erstmal den Loot. Mitnehmen. So, ihr wisst ja, Bilder müssen auch sein. So, dann machen wir uns noch weiter auf den Weg. Was uns noch hier erwartet. Oh, da ist auch Loot. Erstmal gehen wir hoch. Stirb! Du auch! Also wirklich. So. Hier vorne hat man doch noch Loot gesehen. Müssen wir mitnehmen. Hallo? Haben wir nicht Loot gesehen? Wir wollen Loot haben. Hoffentlich guten Loot. Dass sich der Ganze auch lohnt hier. So. Naja. Der Ricino-Sattel, der kann sich schon sehen lassen. Bleibt er da, ne? Dann sind wir auch Freunde. So. Ach herrje. Und ich dachte, wir werden Freunde. So. Haben wir hier wieder einen Kran? Hier geht's nahe. Noch irgendwo? Nö, dann wird das der Eingang sein. Okay. Versuchen wir davon mal ein schönes Aufnehmchen zu machen, eine Aufnahme. So. Mal gucken, was uns erwartet im Labyrinth.
Ich hoffe, das ist nicht so riesig wie auf Ragnarok. Mag ja gerne so Dungeons und so, aber Labyrinth, das ist nicht so ganz meine Sache. Ach je, ein paar Leute waren hier aber schon. Leuchtest du gar nicht mehr, Leuchtkeks? Ach so, der leuchtet nicht stärker. Okay. Dann muss der so reichen. So. Mal weiterschauen. Oh, nein. Shit. Also hier haben wir wieder diese Punkte hier, wo wenn man drauf tritt, dass das, ne, übelst wehtut, weil dann Pfeile und sowas rausgeschossen werden. Okay, wissen wir Bescheid, müssen wir drauf achten. So, geht's hier die Treppe runter? Ah, er sagt, wenn eine High-Level-Fee in der Nähe. Nicht so toll. Sind das Spitzen, die rauskommen? Oder ist hier wieder so ein Falldingern? Müssen wir mal schauen. Da vorne wird es dann nebelig. Auch nicht so clever. Aber okay. Wir werden alles erkunden hier. Siehst du, da kamen Spitzen raus. Da ist wieder so ein Auslöser. Das bewegt sich sogar, ist cool. Hier irgendwelche Auslöser. Okay, was ist das? Lila, eine 3. Sollten wir uns das aufschreiben? Stimmt, ne? Immer einen Zettel suchen. Lila 3. So. Haben wir. Hier sind wieder Spitzen. Oh, hier ist bestimmt wieder so ein Auslösedingen. Da auch. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Okay. So, von hier kommen wir. Müssen wir da weiter. Da ist wieder so ein Auslöser. Danke dafür. Ich bin noch gar nicht drauf getreten. So. Gehen wir mal hier lang. Na, du hast mich nicht erwischt, du Made. Oh, wieder ein Auslöser. Ist hier. Ist da auch irgendwas Besonderes? Ach, herrje. Dann eins? Ach, da, grün. Okay, schrauben wir uns auf. Grün, eins. Wir werden schon sehen, was das heißen wird. So. Je, wieder irgendwelche Rätsel. Da ist wieder ein Auslöser. So. Und da müssen wir jetzt da lang, ne? Nee, hier waren wir schon. Hier ist die 3. Da ging es nicht weiter. Gut, dann kommen wir von da. Sind wir hier lang gegangen, dann da rein,
Dann gehen wir jetzt nach rechts. Keine Auslöser, das ist schön. Ach, hier sind vier Dinger. Wir haben aber erst zwei. Wir haben schon grün. Und wir haben lila. Oh. Geht's hier noch weiter? Je. Irgendwo haben wir hier was übersehen. Denn da sind ja vier Knöpfe zum Drücken. Ach je. Gleich falle ich hier noch um. So, hier waren wir doch drin. Hier ist grün. Grün haben wir. Ich schätze mal, dass die Reihenfolge ist, weil grün zuerst drücken müssen. Hier geht's zurück, denke ich mal. Lila. Haben wir. Kommt hier vielleicht noch irgendwas? Hey. Ach hey, gelb. Und zwar 2. Okay. Gelb 2. Okay. Also das war jetzt hier bei dem Lilan geht's noch weiter und hier ist ein kleiner Kriechgang. Jetzt fehlt uns noch eins. Oh, warte, ging das dann noch irgendwo weiter? Wollen wir wieder rausgehen? Nein. Okay. Hier ging es ja zurück, hier sind wir hergekommen. Gucken wir hier noch mal hin. Vielleicht geht es ja auch noch irgendwo weiter oder so. Nein. Hier nicht. Da war doch gerade Schrift. Ach so, wegen Knödel. Hier sind die vier Dinge links. Hier ist nur ein ominöses Tor. Kann ich da irgendwo was offen machen? Nö. Uncool. Tja. Wir haben grün 1, gelb 2, lila 3. Ja, dann müssten wir es ja sowieso haben. Nö, wenn das vier Farben sind. So. Also, gelb ist, grün ist 1. Grün ist 1. Dann kommt gelb. Gelb. Dann lila. Und dann kann er nur noch blau fehlen. So hoch. Hier ist ein Knopf, dass man wieder raus kann. Okay. Schätze ich mal. So. Haben wir es damit geschafft dann? Aber ich sehe noch keinen Artefakt. Hier sind wieder Auslöser.
Hier sind wieder Spitzen. Jetzt erst da lang oder da lang? Das ist jetzt die Frage. Wir gehen erstmal hier lang. So. Haben wir wieder Auslöser. Aber sehen tue ich hier nichts, oder? Oder ist das wieder so ein gelber Helm? Das soll so ein gelber Helm sein, ne? Ja, Tatsache, ist so ein gelber Helm. Wo haben wir denn dann die Nummer? Da. Da ist die Nummer. Gut. Dann haben wir jetzt gelb 3. Gelb 3. Da. So, gut. Ich hab's gar nicht berührt und die Pfeile schießen trotzdem. Also sowas. So. Wir sind von da gekommen. Und dann hier rein, dann gehen wir jetzt da lang. So. Hey, ist die Todeszone? Ja. Wieder Auslöser. Nochmal Auslöser. Obwohl man drüber fliegt, ne? Lösen die trotzdem aus. Ach, herrje. Wieder sowas. So, lila. Und zwar die Nummer. Und zwar die Nummer... Ach, da. Was ist denn das? 2, oder? Lila. Lila 2. So, jetzt brauchen wir nur noch eins finden, dann... Haben wir die Lösung eigentlich? So eine 2, ne? Ja. Gut. Wenn man 3 Stück hat, dann ist ja egal, ob man den 4. hat oder nicht, ne? Wohin wollen wir? Hey je. Hm. Waren wir nicht eben schon? Nö, hier liegt keine Maske. Oder ich sehe sie nicht. Wir brauchen noch eine Maske und dann den Weg finden. Ich höre hier was brummen. Na, 1? Grün 1. Gut. Grün 1. Supi. Dann haben wir es eigentlich. Geht das hier hinten weiter? Nein. Jetzt müssen wir nur noch das Tor finden. Da muss dann wieder so ein Tor sein. Aber ich höre hier ein... Höre ich hier schon ein Artefakt? Irgendwo brummt das hier. So, da. Okay. Na, klasse. Das brauche ich aber nicht. So. Dann kommt hier Jump'n'Run. Oder halt Tech-Rüstung. Also, mit der Tech-Rüstung. Wir haben jetzt die Tech-Plus-Rüstung an. Kann auch sein, dass die Rüstung hier nur fliegt, weil
weil das eine Mod-Rüstung ist. Also es könnte auch sein, dass ihr hier mit Grappling Hook oder halt Jump'n'Run machen müsst. Also nicht darauf verlassen, dass das die Tech-Rüstung macht, wenn ihr eine normale Tech-Rüstung benutzt. So, dann gehen wir mal hier weiter. Da ist wieder ein Auslöser. Gehen wir geschmeidig drumrum. Sehr schön. Sieht es da hinten besser aus? Können wir hier lang gehen? So, hier bei Sackgasse. Da waren wir quasi schon richtig, ne? So. Hier ist Ente. Ah, da sind sie. Hörst hier auch brummen, also kann ich so weit weg sein. Machen wir mal ein Bild von. Jo. So, ohne lange Umschweife. Also, grün ist 1. Dann lila 2. Lila ist 2. Dann 3 gelb. Dann kann ja das hier nur noch blau sein. Geh auf. So, hier haben wir schon mal einen Schalter für irgendwas. Da ist das Artefakt. Yeah, wir haben das Artefakt, Leute. Wir haben das Artefakt. Wir haben das Labyrinth geschafft. Wir haben das Labyrinth geschafft. So. Aufnahme gemacht. So, nee, da, so. Und zwar, wir haben hier das Artefakt des Gewaltigen. Hier. Jo. Damit hätten wir das Labyrinth, denke ich mal, geschafft. Wir müssen nur noch rauskommen wieder. So. Ich denke, jetzt haben wir soweit geschafft. Jetzt werden wir einen Eingang, Ausgang auch finden. So, hier war doch irgendein... Oh, da ist ein kleines Tor und das... Okay. Hier haben wir einen Schalter. Okay. Macht's gut. So. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir laufen mal hier lang. Hier geht's nach oben. Hier muss gut sein. Und aus dem Dungeon raus will, hilft es meistens Treppen hochgehen. Das passt. So. 2 Türen. 1 Schalter. Ich glaube, da sind wir reingekommen. Das ist die Nebentür am Anfang. Wo wir sagten, das ist eine kleine Tür, aber kein Schalter. Das wäre cool, ne? Ja. Das ist natürlich cool. So. Machen wir auch nochmal eine Aufnahme.
Das ist nämlich cool hier. So. Leute, jetzt müssen wir nur noch rausfinden. So. Muss doch hier irgendwo. No. Nein. Ein Hoch auf die gute Rüstung, ne? Ansonsten wären wir schon lange tot. Hier war ja Sackgasse. Hier kommen wir dann raus. So. Tja. Wo kann man jetzt lang? Von hier? Da sind die Treppen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Haben wir es ja gleich geschafft. Hallo. Treppen hoch. Nicht umfallen. Jawohl. So, der Rest dürfte easy peasy sein. Wenn wir das hier einpacken und durchrushen. Dürfte das eigentlich kein Problem sein. Schnabel da. Ach herrje, was ist das? Oh nein. Wir müssen doch nur hier rein. So. Zack. Höhle wird rausgeladen. So. Sonst noch was mitgekommen hier? Nö. Okay. Ich würde sagen, Leute, in dem Sinne würde ich mal sagen, wir haben das Labyrinth geschafft. Zwar keine Glanzleistung, aber wir sind durchgekommen, denke ich mal. Warum ist denn mein Leuchtevieh schon wieder aus? So. Hihi, wir haben im Kopf wackelt. Dingel, dingel, ding. Meine Höhlenfunzel. So. Aber jetzt in dem Sinne würde ich mal sagen, Tüdelü und Schü und jetzt müssten wir alle Artefakte zusammen haben. In dem Sinne können wir bald auf Bosse gehen. Hoffen wir, dass die Mini wiederkommt. In dem Sinne, Tüdelü, tschüss.